Trainer live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Trainer. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Trainer live. Die Umfrage der Woche. Schönen guten Abend bei Fellner live und wie immer am Donnerstag haben wir die ganz aktuelle Umfrage der Woche der Lasersfeld-Gesellschaft und die werde ich jetzt gleich in allen Details analysieren und zwar mit dem Präsidenten der Lasersfeld-Gesellschaft und Market-Chef Professor Werner Beutelmeier. Grüß Gott nach Linz. Guten Abend und grüß Gott nach Wien. Ja, gehen wir's an. Gehen wir's an, genau. Und starten wir gleich rein mit der Sonntagsfrage. Da gibt's wieder ein bisschen eine Veränderung zur Vorwoche. Sehr, sehr spannend. 2000 Interviews geglättet. Und das Ganze sieht folgendermaßen aus. Welcher Partei würden Sie bei einer Nationalratswahl diesen Sonntag Ihre Stimme geben, wurde wie jede Woche gefragt. Und die SPÖ weiter bei 29%, damit klar auf Platz 1. Aber dahinter gibt's jetzt ein Duell um den zweiten Platz. Die ÖVP kann einen Prozentpunkt zulegen auf 22%, die FPÖ verliert einen Prozentpunkt, das heißt die beiden jetzt gleich auf. Die Grünen können ebenfalls einen Prozentpunkt zulegen und liefern sich jetzt das Duell mit den Neos um Platz 4 und die MFG, die verliert einen Prozentpunkt, kommt auf 3%. Herr Professor, worauf oder wie sehen Sie sozusagen diese Sonntagsfrage und was war Ihrer Meinung nach ausschlaggebend für diese Veränderungen? Zunächst einmal möchte ich sagen, ich glaube, was wir da entschieden haben beim Beginn dieser Forschungspartnerschaft, dass wir auf 2000er Wellen auswerten, also auf eine sehr solide Basis gehen, dass wir einen 14-Tages-Zeitraum beobachten und im gleitenden Durchschnitt die Veränderungen anschauen, das bedeutet doch ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit. Das bedeutet an sich eine sehr, sehr nachvollziehbare und plausible Analyse. Ich bin immer wieder erstaunt und begeistert, weil ich sehe die Daten auch sehr kurzfristig. Man darf nicht vergessen, die aktuellen Zahlen sind aus dieser Woche, die sind also wirklich brandheiß, top aktuell. Da wurden gestern noch die Umfragen durchgeführt und wir haben also beide wenig Zeit gehabt, uns noch in die Tiefe hinein zu tigern dieser Daten und dennoch erstaunlich, was in diesen Daten steckt, erstaunlich, wie stabil sie auf dem ersten Blick ausschauen und dennoch gibt es an sich ein klares Muster. Wir haben schon vor Wochen diskutiert, so wie es ausschaut, gibt es politische Themen, die einerseits Rückenwind und andererseits Gegenwind Situationen schaffen. Also wir haben eindeutig eine Rückenwind-Situation für die SPÖ und das seit längerem. Wir haben auch einen Rückenwind offenkundig für die FPÖ. Die matcht sich gerade mit der Kanzlerpartei um den Platz 2, ist schon leicht tendenziell vorne gelegen, liegt jetzt gleich auf, aber das Match wird weitergehen. Also da wird es sehr spannend, das ist also sicherlich ein ganz spannendes Match. Aber was so interessant ist, ich habe mir erlaubt, in Vorbereitung auf das Gespräch mir anzuschauen, was war denn genau in der Vergleichswoche vor einem Jahr, in der Woche 31/2021. Und da sieht man nämlich dann die Tektonik, die dahinter steht in dieser Frage und die Mechanik der Veränderung. Die ÖVP war vor einem Jahr noch auf 31%, liegt jetzt auf 22%. Das heißt, da ist unglaublich viel passiert. Da ist massiv Substanz, da ist ein Drittel der Wähler verloren gegangen in diesen 12 Monaten. Die SPÖ lag damals bei 23 vor einem Jahr, KW 31, liegt jetzt bei 29, hat also den Gutteil der Verluste, könnte man sagen, rein numerisch betrachtet, inhaltlich stimmt es nicht ganz, gewonnen, plus 6 Prozentpunkte, das ist erheblich, und hält offenkundig auch jetzt seit Monaten diese Werte, also hat sich stabilisiert. Die ÖVP hat sich auf diesem leicht über 20% Niveau stabilisiert, die SPÖ hat sich auf dem 28, 29, ja 31 wurden schon erreicht, vor 3 Wochen stabilisiert. Und die FPÖ, lag vor einem Jahr, KW 31, 2021, ebenfalls auf 22%. Nur dazwischen ist unglaublich viel in der Partei passiert. Neuer Parteichef, gravierende Turbulenzen, da gab es einen Absturz inzwischen. Und inzwischen auch wieder eine Aufholentwicklung, man ist wieder auf dem alten Niveau. Also durchaus spannend, unverändert, wie vor einem Jahr liegen die Grünen bei 11, die Neos ebenfalls bei 11, die lagen vor einem Jahr bei 12, also keine dramatische Veränderung. Und MFG haben wir vor einem Jahr noch nicht ausgewiesen und gemessen und war in dem Sinn auch noch nicht so politisch präsent. Also
im Long Run über ein Jahr betrachtet, gibt es eigentlich durchaus signifikante Effekte. Da gibt es eine neue Nummer 1 in Österreich, die sehr stabil die Position hält. Wir werden dann auch bei der Kanzlerfrage sehen, auch da tut sich etwas, das deckt sich, ist plausibel, ist valide. Und es gibt ein spannendes Match um den zweiten Platz. Da wird es spannend, wie es weitergeht. Aber ich gebe hier der FPÖ gute Chancen, dass sie nicht nur so tendenziell nach vorne kommt, sondern aufgrund der Stimmungslage, die derzeit im Land ist, aber dazu kommen wir noch, ist eigentlich weiter mit einer Rückenwindsituation für die FPÖ zu rechnen. Die wird hier noch zulegen können und eine durchaus sehr, sehr anspruchsvolle Situation, eine Gegenwindsituation für die ÖVP. Also da bleibt es spannend, da wird es wirklich darauf ankommen, was sich in den nächsten Wochen tut. Was immer sehr, sehr spannend ist, und das höre ich auch von ganz, ganz vielen Umfrageinteressierten, ist, dass wir ja auch immer die Rohdaten hier veröffentlichen. Ja. Und das schauen wir uns jetzt gleich an, weil viele, die sich ja näher mit so Umfragen befassen, gerade Politikberater etc., sagen, eigentlich muss man sich die Rohdaten anschauen. Da auch ein interessantes Bild, da kann nämlich die SPÖ bei den Rohdaten stark zulegen auf 24%. Die ÖVP liegt in den Rohdaten bei 15%, minus 1. Die FPÖ kommt auf 13%, die Grünen auf 8, die Neos auf 5. Herr Professor, vielleicht auch ein bisschen zur Erklärung, wie errechnen sich aus diesen Rohdaten dann die Hochrechnungswerte? Ja, also Herr Fellner, Sie haben es angesprochen, die eigentlich interessante Botschaft oder die noch klarere Botschaft der Veränderung ist natürlich in den Rohdaten, denn jede Hochrechnung ist ein Berechnungskunststück, unter Anführungszeichen, wo man einerseits die Rückerinnerung abfragt, was hast du das letzte Mal gewählt, wo man dann sagt, was ist der tatsächliche Wahlausgang gewesen und was wirst du wählen. Also im Wesentlichen, sehr reduziert betrachtet, sind es diese drei Komponenten, die in die Hochrechnung einfließen. Also da gibt es Unsicherheitsfaktoren, Imponderabilien, und das ist in den Rohdaten natürlich nicht der Fall. In den Rohdaten haben wir schon auch noch eine Unsicherheit. Das ist das Over- und das Under-Reporting, das nämlich bei manchen Parteien so etwas wie eine systematische Verzerrung stattfindet, dass Befragte sich nicht, dass sie sich nicht eingestehen oder dass sie in der Umfrage sich nicht deklarieren, in einem Ausmaß FPÖ zu wählen, wie sie dann tatsächlich bei der Urne FPÖ wählen. Das heißt, wir haben bei den Rohdaten, die derzeit 13% sind für die FPÖ, hier immer im Hinterkopf zu beachten, dass vermutlich der tatsächliche Wert höher sein wird. Ja. Deshalb ist spannend, wenn wir derzeit 13-15 ÖVP haben, dann schaut es ja so aus, als wäre die ÖVP eh noch vorne. Ja, vor dem Hintergrund, dass es hier bestimmte Antwortmuster gibt, wird das so nicht sein, sondern da stimmt schon die Hochrechnung, dass das eine Kampf-an-Kampf-Situation ist. Und die Grünen, die in der Hochrechnung gleich auf mit den Neos liegen, wären in den Rohdaten noch etwas vorne, aber genau die Grünen werden overrapportiert, werden also stärker in der Umfrage gewählt als dann tatsächlich am Wahltag. Also das sind die Phänomene, aber Sie haben schon erwähnt, das eigentlich Spannende ist, dass die SPÖ in den Rohdaten signifikant geschoben hat. 3% in den Rohdaten, das ist viel. Also da tut sich was. Also es festigt sich diese 28-30% Marke, die Nummer 1 Position der SPÖ, festigt sich offenkundig jetzt in den letzten Wochen. Mhm. Schauen wir uns ein bisschen noch die Zielgruppendetails an, und zwar das Alter haben wir uns herausgepickt diese Woche. Wie wählen die unterschiedlichen Alterszielgruppen? Und ich habe das vergangene Woche auch kurz schon mit Josef Czapp besprochen, Herr Professor. Interessant ist, dass die SPÖ in den jungen Zielgruppen auch auf Platz 1 ist, was ja, muss man sagen, historisch in den letzten Jahren, eigentlich Jahrzehnten, oftmals nicht der Fall war. Da galt die SPÖ immer ein bisschen als Pensionistenpartei. Worauf führen Sie das zurück? Ja, also ich glaube, dass die SPÖ durchaus einen Joker besitzt, auch wenn, wir werden dann über die Personen noch reden, Randy Wagner ist junge Politikerin, ist irgendwo eine dynamische Person, die wahrscheinlich die PS noch nicht so richtig auf den Asphalt bringt. Aber ich sehe sehr wohl einen Joker, der sich noch ausspielen lässt und der stärker bei den Jungen punktet, der stärker im urbanen Bereich punktet. Und eines ist klar, natürlich hat auch die SPÖ sowie die ÖVP
eine Alterslastigkeit. Also das ist historisch gewachsen. Das sind alte Parteien sozusagen. Bei der SPÖ 34%, bei den 60+, bei der ÖVP 21% überdurchschnittlich, 15% ist der Mittelwert, den muss man sich als gedachte Linie in die Grafik hineindenken. Also das haben beide. Aber natürlich hat die SPÖ derzeit die Chance, den relativen Vorsprung zu besitzen in den jungen Altersgruppen, aber auch Aufholbedarf hier noch. Aber immerhin im Segment der 40- bis 49-Jährigen oder der 30- bis 39-Jährigen, also im mittleren Segment, die ganz konsumaktiv sind, die besonders relevant sind für die Gesellschaft, weil die einfach viel investieren, viel tun, mobil und aktiv sind, da ist die SPÖ mit 22 respektive 27% gut aufgestellt. Nichts Neues, FPÖ ist keine alte Partei, die haben also bei den 60+ die schwächste Ausprägung unterdurchschnittlich, aber in allen anderen Altersgruppen sind die Werte sehr stabil, sehr homogen und liegen über dem Schnitt von 13 Prozentpunkten. Ja, die Grünen haben eine starke Ausprägung bei den 30- bis 39-Jährigen, aber keine so guten Werte bei den ganz Jungen. Vielleicht überraschend, finde es nicht überraschend, die ganz Jungen sind weniger politikinteressiert, sind vielleicht auch schwerer abzuholen. Also durchaus spannende Einblicke, die diese Altersanalyse für die einzelnen Parteien zeigt. Ja, und dann kommen wir gleich zur Kanzlerfrage, die natürlich fiktiv ist, weil der Kanzler oder die Kanzlerin ja in Österreich nicht direkt gewählt wird. Aber wenn er direkt gewählt werden würde oder sie, dann würde es folgendermaßen ausschauen. 19% würden Pamela Rendi-Wagner direkt zur Kanzlerin wählen, plus von einem Prozentpunkt zur Vorwoche. Und zum dritten Mal hintereinander, muss man sagen, jetzt schon auf Platz 1 in der Kanzlerinnenfrage oder Kanzlerfrage. Auf Platz 2 ist dann der ÖVP-Chef und amtierende Bundeskanzler Karl Nehammer mit 18%. Auch er kann einen Prozentpunkt zulegen. Und dahinter dann schon ein größerer Abstand. Herbert Kickl minus 1 kommt auf 12%. Und jeweils bei 6% liegen Beate Meindl-Reisinger und Werner Kogler, weil wir vorher eben auch über die Trends gesprochen haben und die Stabilität, dass Pamela Rendi-Wagner jetzt die dritte Woche in Folge auf Platz 1 ist in der Kanzlerfrage, ist natürlich Rückenwind für Sie, oder wie sehen Sie das? Ja, absolut. Also noch einmal, wir müssen hier fairerweise sagen, diese Werte sind Rohwerte, die wir hier präsentieren, denn da gibt es einen nicht kleinen Anteil, ca. 40%, die sagen, keiner dieser Persönlichkeiten ist für mich als Bundeskanzler geeignet. Das ist quasi die weitaus größte Gruppe. Aber jetzt einmal abgesehen, würde man die herausrechnen, hätte das so seine Auswirkung auf die Endergebnisse und würde die Werte kräftig nach oben schieben. Aber das Spannende haben Sie angesprochen. Es ist offenkundig Rendi-Wagner gelungen, aus der zweiten Position heraus zu überholen und ich würde jetzt sagen, Vorsprung ist übertrieben, aber jetzt die Nase hat sie vorne. Es war vor 3 Wochen noch die Relation 16 Nehammer, 17 Rendi-Wagner. Also da war sie erstmals vorn, aber die Werte waren schwach. Aber sie hat jetzt in diesen 3 Wochen systematisch sich nach oben bewegt. 16, 17, 18, Nehammer bewegt sich nach oben, aber sie ist mit 17, 18 und 19 immer diese Nasenlänge vorn. Also ich würde auch sagen, da gibt es einen Schweizer Soziologieprofessor Schmidtchen, der hat einmal gesagt, auch wenn die Werte nicht signifikant sind, wenn in Summe immer wieder idente Muster rauskommen, dann hat er das die Signifikanz der Insignifikanz genannt. Also ich finde das ganz spannend. Wenn das so weitergeht, sieht man schon, dass einerseits die Parteiwerte sich stabilisieren, Nummer 1 Werte sind und andererseits auch die Personenwerte sich nach oben entwickeln. Und deshalb ist meine Interpretation, sie hat Kapazität, je nachdem, wie sie jetzt vermarktet wird politisch, je nachdem, quasi, wie gut sie ihr Handwerk macht, ist da Potenzial und Spielraum nach oben und das werden wir sehen im Herbst. Also das ist natürlich jetzt spannend, wie es weitergeht. Wenig Dynamik, wenig Entwicklung, wenig Neues, Herbert Kickl. Herbert Kickl ist nicht populär in der breiten Bevölkerung, hat eigentlich Werte, die nicht vom Fleck kommen, ist so ein bisschen der Bremsklotz an der Partei. Werner Kogler, detto 6% für einen Vizekanzler,
ernüchternd niedrig, da geht es nicht nach oben, es kann fast nicht mehr weiter nach unten gehen. Beate Mendel-Reisinger immerhin hält auch das Niveau des Vizekanzlers, man kann es auch so interpretieren. Also spannend eben vorn, derzeit die Situation, man merkt, Nehammer bemüht sich jetzt, also die Werte steigen ja, aber obwohl er sich bemüht, gelingt es Rindy Wagner, ihn in Zaum zu halten. Das ist der Befund, und der Befund verheißt, es bleibt in den nächsten Wochen unglaublich spannend mit den Parteizahlen und mit den Persönlichkeitszahlen. Da läuft ein Rennen, da läuft das Rennen um den Platz 2 und da läuft aber auch das Rennen auf der Personenebene. Da ist die Frage, kann sich Rindy Wagner freispielen und gelingt es ihr, einen deutlicheren Vorsprung herauszuarbeiten? Und dann schauen wir zur nächsten großen bundesweiten Wahl, die ansteht. Das ist die Bundespräsidentenwahl, die im Oktober dann über die Bühne geht. Und da hat die Lazarsfeld-Gesellschaft ja jetzt auch schon seit 3 Wochen den FPÖ-Kandidaten Walter Rosenkranz abgefragt. Und als erstes schauen wir uns hier die Rohdaten an. Alexander Van der Bellen kann in den Rohdaten zulegen auf 40%. Walter Rosenkranz verliert einen Prozentpunkt, liegt jetzt bei 12. Gerald Gross kommt auf 7%, Marco Pogo auf 6% und MFG-Chef Michael Brunner auf 3%. Und eben hier jetzt bei den Rohdaten noch 13%, die sagen, sie wissen nicht, wen sie wählen. 15%, sie werden oder wollen überhaupt nicht wählen, und 3% haben sich für andere entschieden. Bevor wir zur Hochrechnung gehen, vielleicht, Herr Professor, ganz kurz noch die Rohdatenanalyse von Ihnen. Ja, also grundsätzlich, man muss bei diesem Thema noch aufpassen. Die Bundespräsidentenwahl, die ist erst im Herbst. Wir sind noch weit weg. Die Marketingaktivitäten formieren sich langsam. Die Unterstützergruppen formieren sich langsam. Da sind wir also mittendrin in einer lauwarmen Phase, und deshalb dürfen wir hier nicht überinterpretieren, müssen sehr vorsichtig sein. Dennoch gibt es klare Grundmuster. Also wir haben gesehen, Van der Bellen liegt vorne, hat das Potenzial. Er hat natürlich auch erodierende Werte zum Teil in den letzten Wochen gehabt. Da ging es ein bisschen bergauf und bergab. Aber an sich erhält, was er verspricht, nämlich er ist in seinem Sessel offenkundig gut verankert. Beachtlich war letzte Woche der Einstieg, oder ich muss jetzt gestehen, vielleicht war das schon vor 14 Tagen, glaube ich, Tagen, ja. Der Einstieg vor 14 Tagen von Rosenkranz. Der hat eigentlich auf Anhieb einen recht fulminanten Wert hingelegt, der über der Partei lag und ist auch jetzt durchaus mit Werten unterwegs, wenn man sich vorstellt, die Rohzahlen der FPÖ sind im Mittel bei, ich glaube, 13%, er hat jetzt 12%, also er liegt auf Parteiniveau, grosso modo. Das ist beachtlich, denn da haben wir gesagt, wenn er es schafft, über das Parteiniveau was zu erreichen, dann ist das ein Achtungserfolg. Mhm. Also Rosenkranz ist hart dran am Achtungserfolg, aber noch einmal, das Marketing, die Werbestrategie, die läuft noch nicht. Da ist jetzt das ganze Konzept am Entstehen. Also da wird spannend, und das wird sicherlich all das, was letztlich nicht bei Van der Bellen landet, bringt ihn unter Zugzwang oder führt zu einer spannenden Situation. Wo sich wenig tut im Augenblick, wo die Werte eigentlich seit Wochen stabil sind, das sind die übrigen Kandidaten. Gerald Gross, ja, durchaus beachtlich. Er hat ja jetzt, glaube ich, nicht die großen Möglichkeiten, die großen Budgets, das große Instrumentarium im Hintergrund. Er liegt stabil, aber das sind halt jetzt derzeit in den Rohwerten 7%, und hochgerechnet werden wir dann sehen 10%. Marco Pogo ebenfalls ein quasi schriller Kandidat, ein völlig anderes Konzept. Beachtlich, auch er irgendwo da auf dem Niveau nahezu von Gerald Gross. Brunner tut sich schwer. 3%, das ist sehr wenig. Es ist auch die Partei im Augenblick nicht präsent. Wir haben sie bei der Sonntagsfrage, glaube ich, derzeit auch nur mit 3% gemessen. Also unter der Schwelle, wo es politisch relevant wird im Nationalrat. Also insgesamt durchaus interessant. Es verändert sich etwas, aber so richtig spannend wird es erst. Genau, richtig spannend wird es einerseits erst, weil die Wahl vor der Tür steht, aber auch jetzt hier bei unserer
Umfrage, denn jetzt haben wir die hochgerechnete Bundespräsidentenwahl und da liegt Alexander Van der Bellen jetzt schon bei 59% plus 1. Das heißt, er würde diese Wahl laut der Hochrechnung im ersten Wahlgang für sich entscheiden. Es würde keine Stichwahl geben. Walter Rosenkranz, der verliert signifikant in der Hochrechnung, minus 4%, kommt nur noch auf 18%. Und Sie haben es vorher schon angesprochen, ebenfalls beachtlich, Gerald Groß kann 3% zulegen, ist der große Gewinner diese Woche, kommt jetzt auf 10%, wird da jetzt schon gefährlich für den FPÖ-Kandidaten Walter Rosenkranz und knabbert da anscheinend auch relativ stark in der FPÖ-Blase. 9% für den Bierparteichef Marco Pogau, minus 1 und wie gesagt, MFG-Chef Michael Brunner ebenfalls bei plus 1. Was hat denn Ihrer Meinung nach da den Ausschlag gegeben? Hängt das vielleicht auch damit zusammen, dass diese ganze aktuelle Diskussion um Hass im Netz, Radikalität von Impfgegnern etc. der FPÖ tendenziell eher schadet momentan? Ja, das eine ist dieses aktuelle Thema und das andere ist natürlich, Van der Bellen hat prominente Unterstützer, das hat ihn ein bisschen gefördert, das ging durch die Medien, da haben sich Persönlichkeiten als Proponenten aufstellen lassen und das waren natürlich Medienberichte und bei Rosenkranz war es ruhig die letzte Woche. Rosenkranz hat einmal einen Aha-Effekt erzeugt und jetzt sehe ich es auch so, es sind kommunizierende Wählerströme möglicherweise zwischen Rosenkranz und Gerald Groß, da geht es ein bisschen hin und her, aber insgesamt sind beide natürlich gefährlich für Van der Bellen, denn sie nehmen insgesamt was weg, ist mit 59% eine abgesicherte Mehrheit, aber noch einmal, es geht erst so richtig los und Van der Bellen muss das jetzt halten, was er da in der Umfrage erreicht und das eine ist die Umfrage und das andere ist dann die Ernte, die man wirklich einbringt in die Scheune am Wahltag. Wir machen eine ganz kurze Werbepause und dann schauen wir uns mehrere Detailfragen an, die doch sehr ernüchternd sind, wo es vor allem auch um das Thema Teuerung geht und die kein sehr gutes Bild, muss man sagen, abgeben, wenn wir jetzt Richtung Herbst schauen, da ist die Stimmung nicht besonders gut in diesem Land, aber die Details werden wir gleich analysieren. Ganz kurze Werbepause, dann geht's gleich weiter. Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Die Umfrage der Woche. Ja, wir kommen zurück auf OE24TV mit der Umfrage der Woche der Lasersfeld-Gesellschaft. War schon ein sehr spannender erster Teil. Professor Werner Beutelmeier ist mir aus Linz zugeschaltet. Grüß Gott, Herr Professor. Ja, hallo, grüß Gott, guten Abend. Jetzt schauen wir uns die Details ein bisschen an und da gibt es vor allem natürlich ein Thema, das derzeit alles überlagert, in Österreich, auch weltweit muss man sagen, aber insbesondere hier natürlich auch in Österreich und das ist die Teuerung und da fragt die Lasersfeld-Gesellschaft ja jede Woche dazu sehr spezifische Fragen und wir schauen da gleich direkt hinein, wie spürbar sind die Auswirkungen der Teuerung für Ihren Haushalt, da sagen überhaupt nur noch 6%, dass sie nicht spürbar sind, gar nicht spürbar, 2%, 4% weniger spürbar, aber mittlerweile schon 76%, noch einmal plus 1 zur Vorwoche, also mehr als 3/4, die sagen, sie sind entweder sehr spürbar oder etwas spürbar und sogar 40%, die sagen, diese Auswirkungen der Teuerung auf ihren Haushalt sind sehr spürbar. Herr Professor, Sie fragen diese spezifische Frage ja auch schon seit vielen Jahren ab. Haben Sie solche Werte schon einmal erlebt? Also diese Teuerungsthematik ist ein Stachel, der tief im Fleisch der österreichischen Gesellschaft sitzt, ungeheuer schmerzt und der das Lebensgefühl derzeit charakterisiert. Und der letztlich auch verantwortlich ist für die politische Performance von Parteien. Denn jenen politischen Kräften, denen man zutraut, hier wirksame Maßnahmen zu setzen, die haben Rückenwind, die profitieren von dieser Debatte. Teuerung, man sollte meinen, es kann nicht schlechter werden, es kann der Wert nicht weiter steigen und dennoch, er ist auch diese Woche wieder ins Negative gestiegen. Nur 1%, Schmidtchen, die Signifikanz der Insignifikanz, seit Wochen steigen die Werte. Und das Dramatische sind eigentlich die 40%, die Kernkategorie, die sagen, mir tut das sehr weh, ich mache
mir existenzielle Sorgen. Ich komme mit meinem Haushaltsbudget nicht aus. Ich weiß nicht, wie ich den Winter schaffen soll. Also wir haben nahezu 80% Betroffene, 4/5 der Österreicher stöhnen unter der Teuerung, aber 40% machen sich existenzielle Sorgen. Und das ist die prima causa derzeit, die politische. Also die Teuerung ist in den Griff zu kriegen. Da geht es um Maßnahmen, da geht es um glaubwürdige Politik, da geht es um Leadership und da ist derzeit offenkundig noch nichts im Angebot. Also da geht es nicht um den Einmalerlag von 200 Euro und um eine zielgruppenadäquate und sozial ausgewogene Maßnahme, sondern da geht es jetzt wirklich um Paukenschläge, die die Politik unverzüglich zu setzen hat, denn es ist sonst früher der Herbst da und die Situation, die wird gefürchtet, dass wir nicht durchkommen durch den Winter, dass das Heizen und dass die Energie nicht finanzierbar sein wird für den privaten österreichischen Haushalt. Dann gibt es eine ganz spannende Frage. Ich weiß, dass da immer sehr, sehr viele Wirtschaftstreibende auch sehr genau darauf schauen und mich auf die ansprechen. Das ist das Ausgabeverhalten und wie wirkt sich die Teuerung auf ihre Ausgaben, ihr Ausgabeverhalten aus? Und da sagen 65%, ich werde weniger Geld ausgeben. Nur 6% sagen, sie werden mehr ausgeben. 25% sagen, sie werden gleich viel ausgeben. Aber 2/3, die weniger Geld ausgeben wollen. In den USA sagt man immer, das ist eigentlich der Indikator, diese Frage für eine Rezession, wenn man nach dieser sozusagen diesem Wert geht von 65%, dann sind wir eigentlich schon drin in einer Rezession, zumindest gefühlt. Ja, wir haben 2 bis 3 Fragen in dieser Lazarsfeld-Indikator-Betrachtung in diesem neuronalen Netz, wo letztlich die Gesamtbefindlichkeit der Gesellschaft gemessen wird. Und eine davon ist diese Frage. 65% sind auf die Konsumbremse gesprungen und dieser Wert verändert sich nicht relevant. Also das Plus oder Minus 1 ist jetzt irrelevant. Das heißt, 2/3 der Österreicher schränken sich ein oder haben vor, sich einzuschränken. Also das hat eine immense Konsequenz für die Konsum- und Investitionstätigkeit und das ist eine Horrorbotschaft für die Wirtschaft. Also insofern, da ist längst was passiert, das ist zum Teil auch schon in den Gewinn- und Verlustrechnungen abgebildet, aber natürlich noch nicht in den Bilanzen abgebildet. Das heißt, da muss man aufpassen, da intern wissen viele Branchen schon, was das bedeutet und das ist also durchaus eine Herausforderung für die Wirtschaft, öffentlich die diskutiert wird es erst dann, wenn es in den Bilanzen drinnen ist und wenn es dann heißt, die Insolvenz- und Pleitewelle ist deutlich angestiegen. Aber wir sind davor, da sind wir gerade mittendrin, das sind dramatische Werte und das bedeutet da eigentlich ein Auftrag an die Wirtschaft, die Stimmung wieder zurechtzubiegen, glaubwürdig zurechtzubiegen über Leadership im Teuerungsmanagement. Nächste Frage spielt da auch genau hinein in die Stimmung. Wie sehen Sie die nächsten 12 Monate? Sind Sie eher optimistisch, pessimistisch oder unentschieden? 25% sagen optimistisch, 49% sagen pessimistisch, 26% unentschieden. Herr Professor, Ihre Analyse? Ja, also das ist für mich, auch wenn es ein bisschen lapidar klingt, die wichtigste Frage des Lazarsfeld-Monitors. Das ist für mich eine Kernfrage. Diese Frage beschäftigt mich seit 40 Jahren. Das ist eigentlich eine Frage, die Professor Nölle Neumann in den 50er Jahren begonnen hat, für Deutschland zu stellen. In den 60er Jahren hat Professor Karl Steinbuch, ein deutscher Kubernetiker, nachweisen können, dass der Optimismuspegel korreliert mit dem Bruttoinlandsprodukt, also mit den Wachstumsraten der Wirtschaft. Nämlich insofern, wenn der Optimismus runtergeht, dann bremst sich das Wachstum ein. Wenn der Optimismus raufgeht, und diese Pegel reagieren üblicherweise sehr elastisch, sehr schnell, sehr anlassbezogen, dann entspannt sich die Konsumbremse und dann tut sich sehr viel. Und diese Werte in der Stabilität, in der negativen Stabilität, haben wir in den letzten 40 Jahren noch nie gemessen. Nämlich, dass der Optimismuspegel im Keller liegen bleibt. Und zwar über Monate, seit dem 24. Februar. Und insofern ist der 25% Optimismuspegel ein Horrorwert. Und die 49% Pessimisten, ich sage jetzt, vor einigen Wochen hatten wir hier schon 55% Pessimisten. Also da ist ein bisschen Unentschiedene sind mehr geworden. Aber letztlich
Dieser Indikator bedeutet Rezession, genauso wie die letzte Frage Ausgabeverhalten. Also beide Fragen zusammen bedeuten ganz einfach, dass die Bilanzen anders ausschauen werden im nächsten Jahr, spätestens im Dezember oder die Halbjahresbilanzen dann Ende Juni 2023. Ja. Dann haben wir noch eine interessante Frage, und zwar zum sozialen Netz in Österreich. Da fragt die Lasersfeld-Gesellschaft, haben Sie das Gefühl, dass Sie sich in schwierigen Situationen auf das soziale Netz in Österreich verlassen können oder eher nicht? Und da immerhin sagen 34% ja, ich kann mich verlassen, wenngleich es auch hier ein leichtes Minus gibt. 7% sagen, ich kann mich voll verlassen. 27% kann mich eher verlassen. Und 30% sagen, sie können sich ganz und gar nicht oder eher nicht verlassen auf das soziale Netz. Also an sich, der Glaube an den Sozialstaat ist trotz dieser massiven Teuerung noch immer da bei den Österreichern. Ja, aber wir dürfen nicht vergessen, da gab es einmal die 100%, die gesagt haben, von der Wiege bis zur Bahre werden wir versorgt vom Staat. Wer einigermaßen funktioniert, brav in die Schule geht, der kriegt seinen Lehrplatz oder seinen Ausbildungsplatz und darf dann wohlverdient in die Frühpension gehen. Also diese Modelle haben nicht funktioniert. Wir haben einen ungeheuren Wettbewerb, wir haben eine ungeheure Veränderungsrate in der Gesellschaft. Und wir dürfen nicht vergessen, wir haben jetzt derzeit ein Drittel Antwortverhältnis. Kann mich verlassen, 34%, die relative Mehrheit. Ein Drittel sagt, kann mich nicht verlassen, und viele sagen, ich kann das gar nicht beurteilen, das überfordert mich. Also insofern, so hoch ist der Glauben nicht mehr, wie er schon einmal war, an das soziale Netz, an die Dichtheit des sozialen Netzes in Österreich. Also insofern, die Werte sind aber stabil. Also es hat sich jetzt nicht dramatisch was verändert, aber im Long Run, über Jahrzehnte betrachtet, ist das soziale Netz natürlich, wird das soziale Netz heutzutage anders bewertet, nämlich schlechter bewertet als noch vor 20 und 30 Jahren. Schauen wir uns noch die nächste Frage an zur Wirtschaft. Wie gut ist es derzeit um Österreichs Wirtschaft bestellt? Da sagen 39% sehr schlecht oder eher schlecht. 24% sind der Meinung sehr gut oder eher gut, wobei überhaupt nur 4% sehr gut sagen. Und mittelmäßig sagen 38%. Wie sehen Sie das? Naja, also ich habe heute schon ein paar Mal die Bilanzen angesprochen. Das, was wir derzeit hören, sind immer noch die Rekordbilanzen des letzten Aufschwungs im Herbst des letzten Jahres. Das sind die gewaltigen Überschüsse der Energiebranche aufgrund der hohen Energiepreise. Aber was wir jetzt in Zukunft zu hören bekommen werden, sind die Sorgen der Wirtschaft, nämlich dass die Wirtschaft es enorm schwer hat, dass es enorme Fragen zu beantworten gilt und schlecht und mittelmäßig kumuliert betrachtet, 3/4 der Österreicher, das ist kein gutes Zeugnis. Also das ist ein, glaube ich, sehr realistisches Einschätzungsthema, ein sehr realistisches Gefühl der Österreicher, wie es der Wirtschaft geht. Und dieses Gefühl drückt auch nicht, denn die Österreicher nehmen ja teil am Herstellungsprozess, sind ja Mitarbeiter oder haben Kinder in Firmen und kriegen ja in real time, jeden Tag Feedback, wie es läuft. Und deshalb würde ich sagen, auch dieser Indikator hat eine hohe Relevanz, ist keine theoretische Größe, sondern zeigt die Sorgen und Nöte der Wirtschaft derzeit. Und dann abschließend noch zu diesem Themenkomplex, wie schätzen Sie Ihre Einkommenssicherheit bzw. Ihre wirtschaftliche Lebenssicherheit für die nächsten 12 Monate ein? Da sagen immerhin 53% sicher. Allerdings nur 13% sagen sehr sicher, 40% sicher, 19% sagen weniger sicher oder ganz und gar nicht sicher. Das heißt, wenn es ums Persönliche, um die persönliche Sicherheit geht, da sind die Österreicher dann doch einen Hauch optimistischer als bei der generellen Wirtschaftseinschätzung. Ja, also dieser Indikator ist einigermaßen von der Verteilung der Antworten weniger sorgenerfüllend, aber auch hier bitte in der ersten Kategorie, ich bin sehr sicher, ja, liegen nur 13%. Also viele sagen, na, eigentlich eh sicher, so aus Wahrnehmung und aus Seelenberuhigung heraus. Man möchte selber sich nicht Unsicherheit eingestehen. Also ich glaube, dass da Wünschbarkeiten mitschwingen bei dieser Frage und dass man da hier sehr sorgsam erste Kategorie zu zweiter Antwortkategorie sehr sicher zu sicher interpretieren muss. Und sehr sicher fühlen sich nur 13%. Aber auf den ersten Blick, und wenn man es regierungsfreundlich kommentieren will, könnte man sagen, naja, 53 sind es eh. Ich würde sagen, der Wert ist nicht schlecht, es ist soziale Wünschbarkeit drin, aber es wäre schön, wenn bei sehr sicher nicht 13%, sondern 30% verortet werden.
Ja, und apropos Bundesregierung, die nächste Frage, die ist eigentlich, muss man sagen, eine doppelte Ohrfeige für die österreichische Bundesregierung. Wie stabil und gut ist die Zusammenarbeit der österreichischen Bundesregierung? Diese Frage stellt die Lazarsfeld-Gesellschaft ebenfalls jede Woche. Und da sagen mittlerweile 51%, also die Mehrheit der Österreicherinnen und Österreicher, dass die Zusammenarbeit sehr schlecht oder eher schlecht ist. 33%, jeder Dritte sagt sogar schon sehr schlecht. Und nur noch 22% sagen überhaupt, dass die Arbeit der Bundesregierung als gut bewertet wird. Also knapp jeder Fünfte ist das nur noch. Und wenn man bei den sehr gut schaut, sind es überhaupt nur noch 6%. Wahrscheinlich einer der desaströsesten Werte, wenn nicht überhaupt der desaströseste, den eine Bundesregierung in Österreich jemals hatte. Also wie gut und stabil ist die Zusammenarbeit, da könnte man meinen, schlechter kann es nicht mehr werden. Doch jede Woche werden wir eines Besseren belehrt und tendenziell, und plus 2% ist ja gar nicht so wenig, steigt die kritische Bewertung. Also da bin ich selber irgendwo ein bisschen fassungslos, dass dieser Indikator, wo es eigentlich so ein bisschen um wahrgenommene Performance der Regierung geht, dass dieser Indikator weiter schlechter wird. Aber ich glaube, es liegt einfach daran, weil Problemlösungen nicht präsentiert werden. Glaubwürdige, kräftige, verständliche. Es fehlt an Paukenschlägen, es fehlt an Leadership, es fehlt an konkreten Vorschlägen. Und das münzt man dann um und sagt, man, die arbeiten nicht gescheit zusammen. Das ist keine stabile, gute Arbeitsleistung. Insgesamt, es wird ständig schlechter. Wir haben hier noch keine Gegentendenz gemessen. Ich bin gespannt, wann wir auf 1,50 Meter sind. Ich schließe nicht aus, wenn es so weitergeht, dass wir den 60er vorn haben im Herbst. Das wird spannend. Ja, und dann ebenfalls spannend ist die Vertrauenswürdigkeit. Wie vertrauenswürdig sind die folgenden Politiker und Institutionen? Da geht es auch steil nach unten für die Bundesregierung. 51%, also auch eine Mehrheit, die mittlerweile sagt, die österreichische Bundesregierung ist nicht vertrauenswürdig. Noch einmal 3% mehr als in der Vorwoche. 22% überhaupt nur noch, die sagen, diese Bundesregierung ist vertrauenswürdig. Der Bundeskanzler ist für 49% nicht vertrauenswürdig. 26%, die sagen, er ist eher vertrauenswürdig. Vizekanzler Werner Kogler ähnlich schlechte Werte. 47% sagen, er ist nicht vertrauenswürdig, 28% vertrauenswürdig. Wer sich etwas bessern kann, das ist der Bundespräsident Van der Bellen, der einzige, der mehrheitlich vertrauenswürdig eingeschätzt wird, nämlich von 46%, während 35% sagen, er ist nicht vertrauenswürdig. Und die Opposition, die wird genauso schlecht bewertet, muss man sagen, wie die Bundesregierung. Auch da sagen 51% nicht vertrauenswürdig, sogar plus 6% gegenüber der Vorwoche, und nur 18% halten die Opposition für vertrauenswürdig. Das ist interessant, dass, obwohl die österreichische Regierung so schlecht bewertet wird, die Opposition gleich schlecht bewertet wird. Woran liegt das? Ja, also das ist die generelle Kritik an Parteien und Politik, und da gibt es ja recht unterschiedliche Vertrauens- und Misstrauensniveaus. Mhm. Wir haben das ja schon des Öfteren auch in der Analyse dargelegt, dass Vertrauen in die Politik ist dann tadellos, wenn es um den Nahbereich geht, um die Gemeinde, um den Bürgermeister, um das Lebensumfeld der Österreicher. Da sagt man, da funktioniert es, die arbeiten, die bemühen sich, die tun Gutes für mich. Auf der nächsten Ebene schrumpfen die Werte bereits. Landespolitik wird schon wesentlich kritischer gesehen, und spätestens dann, wenn man auf der bundespolitischen Ebene oder auf der Europaebene Politik, Parteien und Politiker bewerten lässt, dann ist das Vertrauen Minderheitsgröße und das Misstrauen quasi die Grundlage der Bewertung. Also wir sind eine Parteien- und Politiker-Misstrauensgesellschaft geworden. Dass man es auch anders schaffen kann, beweist der Bundespräsident, der immerhin auf einer Bundesebene einen klar positiven Saldo zusammenbringt. Ja, für den Bundeskanzler diese Woche wieder minus 3%, nur 26% Vertrauen in diese wichtige Funktion, in den Vorstandsvorsitzenden der Österreich AG. Naja, das ist schon bedenklich. Ja, und dann gibt es auch noch die Vertrauenswürdigkeit in die oder der unterschiedlichen Parteien.
Die ÖVP ist für 54% nicht vertrauenswürdig. Auch das noch einmal ein schlechterer Wert als in der Vorwoche. 19% halten sie nur noch für vertrauenswürdig, -3 gegenüber der Vorwoche. SPÖ, 45% sagen, sie ist nicht vertrauenswürdig. Immerhin 29%, der stärkste Wert aller Parteien, die die SPÖ für vertrauenswürdig halten. Die FPÖ halten sogar 70% für nicht vertrauenswürdig, also mehr als 2/3. Nur 15% halten sie für vertrauenswürdig. Noch einmal deutlich schlechtere Werte als in der Vorwoche. Die Grünen sind für 22% vertrauenswürdig, für 52% nicht vertrauenswürdig und ähnliche Werte bei den Neos. 21% sagen, die Neos sind vertrauenswürdig, 50% nicht vertrauenswürdig. Da sticht natürlich vor allem dieser FPÖ-Wert mit 70% nicht vertrauenswürdig ins Auge. Ja, das ist das Polarisierungspotenzial der Partei, letztlich auch das Polarisierungspotenzial von Herbert Kickl. 70%, das ist die Partei mit der geringsten Vertrauenswürdigkeit. Aber andererseits gibt es einen Kehrwert von 70%. Das sind auch 30%, die in irgendeiner Weise möglicherweise Sympathie, Entwicklungspotenzial und strategischer Trichter darstellen. Die übrigen liegen ziemlich auf einem Niveau, nämlich Grün, Neos und ÖVP um die 50%, wobei der ÖVP kritischerweise oder negativerweise die Nase etwas vorne hat mit 54. Aber auch die SPÖ hat 45%, liegt relativ günstig. Hier noch im Misstrauensbereich 45%, die sagen, ich bin misstrauisch. Wenn man die andere Seite betrachtet, ist eigentlich um einige Prozentpunkte die SPÖ derzeit die vertrauenswürdigste aller Parteien. Ja? Wobei Parteien generell als nicht vertrauenswürdig angesehen werden. 29%, da kommen die Grünen mit 22% nicht ran. Da ist doch ein deutlicher Unterschied und auch die Neos mit 21% nicht. ÖVP deutlich weg, 19%. Also 10 Prozentpunkte Unterschied derzeit in der Vertrauenswürdigkeit von ÖVP und SPÖ. Zeigt auch, was wir eingangs schon bei der Sonntagsfrage und bei der Kanzler-Direktwahlfrage diskutiert haben. Es läuft derzeit verhältnismäßig gut für die SPÖ. Da ist Potenzial, das sich noch ausschöpfen lässt. Und die 29%, die wir messen, die sind offenkundig noch ausbaubar. Ja, und dann, apropos Vertrauen, fragt die Lazarsfeld-Gesellschaft auch, wie vertrauenswürdig finden Sie die Gemeinschaftswährung Euro? 34% halten den Euro für sehr oder eher vertrauenswürdig, aber eine relative Mehrheit von 37% sagt bereits, der Euro ist nicht vertrauenswürdig, eher nicht vertrauenswürdig sogar 22%, also mehr als jeder Fünfte. Wie begründen Sie das, dass das Vertrauen in den Euro derzeit auch so abnimmt? Hat wohl mit der Teuerung zu tun, oder? Ja, also ich finde es ja eigentlich, dass er noch relativ stabil bewertet wird. Wir haben also wenig Veränderungsrate. Wir haben eine Spaltung. Da gibt es welche, die sagen, nein, Euro ist mir nicht recht. Er ist mir nicht vertrauenswürdig genug. Andererseits haben wir natürlich eine Riesendebatte derzeit über Wechselkurse, über Dollar-Euro-Kurs. Verändert natürlich auch unsere Energiepreise, die wir zahlen, weil viel in Dollar fakturiert wird. Und wenn der Dollar teurer wird als der Euro, wenn der Wechselkurs des Dollars steigt, dann haben wir natürlich ein Euro-Problem. Hilft zwar unserer Exportwirtschaft, aber wir, der private Haushalt, zahlt für Produkte aus dem Energiebereich oder aus Amerika importierte mehr. Also da tut sich etwas, aber insgesamt würde ich sagen, der Euro hat immer ein bisschen polarisiert. Das ist zu beobachten, wie es weitergeht. Aber dieser ein Schock in den Daten, dass man jetzt sagt, aufgrund des Wechselkurses, aufgrund der Diskussion, Draghi als Schöpfer eines großen Geldvolumens im EU-Raum, der eher eine lockere Zinsenpolitik betrieben hat. Es wird ja viel diskutiert, wie es weitergeht mit der EZB und der Zinsenpolitik. Da wird viel diskutiert. Insofern finde ich die Vertrauensbewertung des Euro vor dem Hintergrund überraschend stabil. Und ja, ein ganz, ganz großes Thema ist natürlich der Krieg in der Ukraine. Und auch dazu gibt es zwei Fragen der Lazarsfeld-Gesellschaft. Erste Frage, wie bedrohlich stufen Sie die eventuellen Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine für Ihre persönliche Sicherheit bzw. für jene Ihres Haushalts ein? Da sagen 10%, der Krieg ist gar nicht bedrohlich für Sie, 12% eher nicht bedrohlich, ergibt 22%.
14% sagen sehr bedrohlich und 27% etwas bedrohlich, ergibt 41%, noch einmal plus 4% gegenüber der Vorwoche, also eine signifikante Steigerung, die den Ukraine-Krieg jetzt als bedrohlicher wahrnimmt. Ja, also zunächst war im Ende Februar, Anfang März tiefe Betroffenheit, ein Schockzustand, aber er war doch relativ weit weg von der Empfindung her, aus der Bewertung der Seele der Österreicher. Und was jetzt eigentlich besorgniserregend wird, man registriert viel stärker die Konsequenzen des Krieges. Einerseits die sicherheitspolitischen Konsequenzen plus 4% in einer Woche. Das ist auch ein sicherheitspolitisches Thema für Österreich, weil man hört im Augenblick nicht sehr viel, was sicherheitspolitisch die Antworten sind, ob wir da gewisse Dinge unternehmen müssen, uns neu aufstellen müssen, Zukunftsperspektiven neu definieren müssen. Die Sorgen nehmen zu, die Antworten bleiben möglicherweise aus. Und wirtschaftlich, natürlich, Ukraine-Krieg war immer primär eine wirtschaftliche Angelegenheit, aber im Augenblick, muss ich sagen, ist auch die Sicherheitsbedrohung, dieses Bedrohung Bild viel konkreter geworden und die wirtschaftliche Bedrohung mit 59% plus 5%. Wir kriegen jetzt allmählich mit, wie das ausschaut. Die Gaslieferungen, die massiv reduziert wurden über Nord Stream, vielerlei Unsicherheiten, nicht wissen, wie es wirklich lang geht. Das ist letztlich die Konsequenz aus der Betrachtung, aus der wirtschaftlichen Betrachtung des Ukraine-Konflikts. Also alles in allem sehr besorgniserregend. Die Sorgen der Österreicher im Zusammenhang mit dem Ukraine-Thema nehmen wirtschaftlich deutlich zu, aber auch sicherheitspolitisch deutlich zu. Und da braucht es Antworten. Diese Antworten werden die Österreicher von der Politik einfordern. Und die allerletzte Frage für heute, die ist genau jene der Auswirkungen des Ukraine-Kriegs auf die Wirtschaft. Und da ist schon ein anderes Bild. Da sagen überhaupt nur 3%, es ist gar nicht bedrohlich. 7% eher nicht bedrohlich, ergibt dann nur 10%, die wirtschaftlichen Auswirkungen für nicht bedrohlich halten. Und auf der anderen Seite 59%, die sagen etwas bedrohlich oder sogar sehr bedrohlich. 24%, die sagen sehr bedrohlich. Das ist jeder vierte Österreicher bei mir, plus 5% gegenüber der Vorwoche. Also die wirtschaftlichen Auswirkungen des Ukraine-Kriegs, die schätzen die Österreicher als verheerend ein. So ist es. Das Zündholz für die Krise und die Schwierigkeiten in der Wirtschaft, das war zweifelsohne die Pandemie und die Unterbrechung oder starke Einschränkung im Bereich der Lieferketten. Da hat sich sehr viel getan. Da ist eingeschränkte Lieferfähigkeit der Fall oder Produktionsausfälle sind zu verkraften. Aber jetzt noch einmal wurde dieses angezündete Thema zu einem wilden Feuer entfacht, zu einem Feuer aus der Ukraine-Kriegssituation heraus. 59%, ich glaube, die Österreicher nehmen das sehr realistisch wahr, dass hier ein gewaltiger Ungemach droht oder gewaltiges Ungemach droht. Und es braucht hier politische Antworten. Einerseits sicherheitspolitische, andererseits wirtschaftspolitische. Das erwarten die Österreicher von der Bundesregierung. Herr Professor Beutelmeier, vielen Dank für diese spannende Analyse. Nächste Woche haben wir dann wieder die neue Umfrage der Lazarsfeld-Gesellschaft. Ich darf mich in der Zwischenzeit bei Ihnen bedanken und schöne Grüße nach Linz. Danke und auf Wiedersehen. Wir machen eine ganz kurze Werbepause, dann geht es gleich weiter hier und dann ist gleich Österreichs bekanntester PR-Berater Wolfgang Rosam bei mir zu Gast und mit dem spreche ich gleich über das Krisenmanagement der Bundesregierung, seine Bewertung der Bundesregierung und die aktuellen Gerüchte, die es diese Woche gab, dass Kanzler Nehammer im Herbst nach einem Desaster, das wohl abzusehen ist bei der Tirolwahl, den Hut nehmen könnte. Und die Frage, wer kommt dann? Wird ein ganz, ganz spannendes Interview mit Wolfgang Rosam. Nach einer kurzen Werbepause geht's weiter.